Trading Börse Wall Street. Was sind die ersten Bilder, die dir in den Sinn kommen? Etwa Ruhm, Reichtum, unendliche Chancen oder doch eher Verluste, Krisen und rote Zahlen? Ich kenne beide Extreme nur zu gut, denn meine bisherige Reise hat mich beide Extreme mehrfach erfahren lassen. Für mich war die Börse der Inbegriff des Wohlstands, des Reichtums und somit auch mein Ziel für ein finanziell unabhängiges Leben. Doch sehr schnell schlug es für mich in das andere Extrem um. Immer größer werdende Verluste, Verzweiflung, Wut und Trauer. Wie es so weit kommen konnte? Aus heutiger Perspektive bin ich mir sicher, dass der Grund da drin in den Mythen lag, die seither um die Börse kursieren. Mythen, denen ich Glauben schenkte, ohne sie jemals richtig hinterfragt zu haben. Mythen, die ich einfach so hingenommen habe, ohne sie überhaupt richtig verstanden zu haben. Für mich steht heute fest, dass ich mein Ziel, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben, deutlich schneller erreicht hätte, wenn ich eher über diese Mythen aufgeklärt worden wäre. Denn rückblickend hat mir der Glaube und das Festhalten an diesen Mythen unheimlich viel Zeit gekostet und hat mich davon abgehalten, mehr Geld zu verdienen. Geld, das ich jährlich an der Börse erwirtschaftet habe, nachdem ich die falschen Mythen endlich aus meinem Leben verbannt hatte. Herzlich willkommen zurück. Ich bin Felix Hilfborn. Als Aktientrader mit einem Master in Exercise Science and Coaching erkunden wir hier auf meinem Kanal wissenschaftlich fundierte Strategien und Tools, die uns zu einem produktiveren Leben und Trading verhelfen. Börsenhandel verlangt viel Kapital und ist daher nur für wohlhabende Personen möglich, die bereits über gewisses Kapital verfügen. Das entspricht so nicht der Wahrheit. Als ich 2012 eher zufällig von Trading erfahren habe, bin ich sehr schnell auf genau diese Einschränkung gestoßen, dass man eben für den Aktienhandel viel Kapital benötigt. Das Problem setzt sich so zusammen, dass man im Gegensatz zum Trading mit anderen Finanzinstrumenten die Aktien ja wirklich kaufen muss und demnach auch das notwendige Kapital aufbringen muss. Heißt also, wenn ich eine Apple-Aktie kaufen will zum jetzigen Preis von beispielsweise $100, dann muss ich eben diese $100 de facto investieren. Dieses Geld ist dann natürlich für die Dauer des Trades erstmal gebunden und kann nicht woanders investiert werden. Dass das ein wirkliches Problem ist, war mir damals schnell klar, denn ich verfügte als Student natürlich nicht über das große Kapital, weshalb ich recht schnell davon abgelassen habe und mich anderen Möglichkeiten widmete. Aus heutiger Sicht war das einer meiner größten Fehler, denn die Odyssee, die dann startete, hat mir wirklich mehrere Jahre Zeit und vor allen Dingen Geld gekostet. Erst nachdem ich alle anderen gängigen Finanzinstrumente wieder durch hatte, schloss sich 2019 der Kreis und ich landete wieder beim Aktientrading. Denn mittlerweile hatte ich verstanden, dass der Grund, warum ich mich damals gegen die Aktien entschieden hatte, ein großer Mythos war. Das Problem, dass Kapital gebunden wird, stimmt tatsächlich. Aber was nicht oder eben nur unzureichend erwähnt wurde, ist, dass die richtigen und guten Broker dir immer wieder einen Hebel auf deine Kapitaleinlage geben. Meistens irgendwas zwischen einem Hebel von 4 bis 6, was beispielsweise bedeutet, wenn du $3.000 einzahlst, kannst du bis zu einem Kapital von $18.000 verfügen, sodass du problemlos weitere Transaktionen machen kannst, ohne irgendwelche Limitationen zu haben. Um eins natürlich an dieser Stelle klar zu machen, klar, ein Hebel erhöht bei falschem Verständnis dein potenzielles Risiko. Aber richtig eingesetzt mit einem klar definierten und strikt befolgten Risikomanagement erhöht es ausschließlich deine Möglichkeiten. Denn das zusätzliche Kapital, das willst du nicht einsetzen, um deine Positionsgröße in die Höhe zu treiben, sondern um die Möglichkeiten zu erhöhen, zeitgleich mehrere Trades zu machen. Und genau deswegen muss dein Risikomanagement immer an Stelle 1 stehen. Egal welchen großen Trader du fragst, was sein Geheimnis zum Erfolg ist, er wird dir immer sagen, dass das richtige und strikte Befolgen vom Risikomanagement das A und O im Trading ist. Bis heute denken sehr viele, dass Daytrading bedeutet, dass man den ganzen Tag tradet. Allein vom Wort ist es natürlich verständlich, dass dieser Mythos existiert. Dabei bezieht sich der Bestandteil Daytrading aber nicht auf die Dauer der reinen Aktivität, sondern bezieht sich mehr darauf, dass man beim Daytrading die Position innerhalb eines Tages eröffnet und wieder schließt. In Wahrheit beträgt mein täglicher Zeitaufwand fürs Daytrading selten mehr als 3 Stunden, was dann aber auch schon die Vor- und Nachbereitung des eigentlichen Tradings beinhaltet. Natürlich kommen dann noch so 1 bis 2 Stunden am Wochenende hinzu, bei denen ich mein erweitertes Journaling mache, mir meine Trades von der Woche nochmal anschaue oder bereits die kommende Woche plane. Dies mit einberechnet liegt mein wöchentlicher Zeitaufwand für das Trading bei etwa
17 Stunden. So bleibt mir noch genug weitere Zeit, um vormittags mit unseren Teilnehmern unserer Ausbildung bei Wir machen Trader zu arbeiten, um euch kostenlosen Content zu erstellen, wie beispielsweise dieses Video etwa. Oder ich nutze die Zeit vor dem Nachmittag, um laufen zu gehen, Sport zu machen oder anderen Sachen nachzugehen, die meiner Work-Life-Balance dienen und die mir dabei helfen, top vorbereitet in den Handelstag zu starten, meine Bildschirmzeit zu minimieren, ohne dabei die Chancen auf Erfolg letztendlich zu beeinträchtigen. Kommen wir damit zum dritten Mythos, den ich heute aufdecken möchte. Kommissionen im Aktienhandel sind zu teuer. Ja, wenn du das ganze Thema super falsch angehst. Denn wenn du glaubst, dass du mit einem ganz normalen Depot deiner Hausbank profitables Trading auf Tagesebene betreiben kannst, dann bist du natürlich super schlecht beraten. Und hier kommt wieder die Rolle der USA als Leitmarkt für Kapitalgeschäfte zum Vorschein. Denn dort ist das ganze Thema Trading und Investieren viel tiefer verankert als das, was wir eben in Deutschland kennen. In den USA gibt es haufenweise Broker, bei denen man nur für Transaktionen entweder zum Teil nur wenige Cent zahlt, das sind fixe Kosten, oder je nachdem, wie die Position eben variabel gestaltet wird, das also variable Kosten in Abhängigkeit der Aktien, die man tagtäglich handelt. Es gibt also nahezu keinen Broker mehr, bei dem man mehr als 1 Dollar pro Transaktion zahlt, was deutlich günstiger ist als eben die Gebührensituation in Deutschland oder Europa. Und das Beste an all dem, wir als Europäer sind nicht außen vor, denn wir können dort auch ein Brokerkonto eröffnen und eben von diesen günstigen Kommissionen profitieren. Und das ist auch das, was ich dir empfehle. Je nachdem, mit wie viel Kapital du starten willst, gibt es dort noch ein, zwei Details zu wissen, die du bei der richtigen Entscheidung beachten musst. Auch auf dem deutschen und europäischen Markt bewegte sich in den letzten Jahren was. Angestoßen von den sogenannten Neobrokern wurde die Transaktionsgebühr immer günstiger, was einige etablierte Banken in Bewegung brachte und ein bisschen zumindest nachzog. Mittlerweile gibt es auch deutsche Broker, die die Gebührenstruktur ihrer amerikanischen Vorbilder nahezu übernommen haben, sodass man mittlerweile nicht mehr zwangsläufig ein Konto in den USA eröffnen muss, um von teilweise günstigeren Kommissionen profitieren zu können. Wichtig ist an dieser Stelle aber immer zu beachten, dass du auf jeden Fall mit physischen Aktien handelst und auf gar keinen Fall mit CFDs. Denn CFDs, die haben ein ganz großes Problem. Sie unterliegen häufig Interessenskonflikten der Broker. Denn diese Broker, die übernehmen dort letztendlich zwei Rollen. Einmal die Rolle des Ausgebers des CFDs und eine Rolle eben als Plattform. Dass dies höchst problematisch ist, muss ich dir wahrscheinlich an dieser Stelle nicht erklären. Daher ist es in der Regel so, dass es zum Teil große Unterschiede geben kann zwischen dem Kursverlauf einer Aktie an der tatsächlichen Börse, die wir letztendlich dort handeln, beispielsweise in der New York Stock Exchange, oder aber dem Pendant von irgendeinem CFD-Broker. Deshalb wollen wir eben nur physische Aktien handeln, dessen Kurs ist nicht manipulierbar. Der Handel findet an einer zentralisierten Plattform statt und das bedeutet, dass alle Menschen, die an dieser Börse handeln, das Gleiche sehen. Das Prinzip der Börse und der Aktien, das wirst du sicherlich kennen. Du kaufst etwas, du antizipierst, dass der Kurs eben nach oben geht, dass diese Aktie steigt und zum späteren Zeitpunkt kannst du diese Aktie im Optimalfall gewinnbringend verkaufen und die Differenz, die dabei entstanden ist, das ist eben dein Gewinn. Weit so gut. Aber wusstest du auch, dass du profitieren kannst, wenn die Börse mal nach unten geht und wenn die Kurse fallen? Tatsächlich ist dieses Konzept bei vielen noch nicht so weit verbreitet wie der gegensätzliche Fall. Und das, obwohl dieses Wissen die potenziellen Möglichkeiten de facto verdoppelt. Denn abstrahiert auf das Wesentliche ist der Markt ein binäres Modell mit nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Kurs steigt oder der Kurs fällt. Und die Möglichkeit, auch auf fallende Kurse zu setzen, können wir von jeglicher Bewegung tendenziell profitieren. Das war auch damals für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Dies eröffnet uns als Trader oder auch als Investoren eine unglaubliche Flexibilität und die ermöglicht es uns, in verschiedenen Marktphasen Gewinne zu erzielen. Als ich damals angefangen habe, mich mit den Finanzmärkten zu beschäftigen, stieß ich natürlich automatisch über Twitter
über YouTube und so weiter auf unterschiedliche Trader, die bereits eine Stufe weiter waren als ich selbst. Ich versuchte diese natürlich zu studieren, einfach nachzuschauen, was haben sie gemacht, wo sind sie eingestiegen, wo sind sie ausgestiegen, und häufig waren da eben auch solche Trader bei, die ihre Charts einfach komplett mit irgendwelchen Indikatoren zugekleistert haben, die komplett bunt waren, und ich mir dachte, okay, da muss doch auch irgendwie was Geheimes versteckt sein und ich muss eigentlich nur nachvollziehen, was dieser Trader hier wahrscheinlich gemacht hat, um erfolgreich zu werden. Dass ich mit dieser Annahme direkt in die nächste Falle getappt bin, war mir erstmal so nicht klar. Erst als ich mich mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe, jeden Bestandteil genauer analysierte und genauer auch die fundamentalen Zusammenhänge verstand, da wurde mir eben klarer, dass die besten Strategien die sind, die man einfach und in kurzer Zeit versteht. Denn im Trading und speziell auch im Daytrading, da geht es darum, schnell und automatisiert finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Da sind super komplizierte und in sich mehrfach verschachtelte Strategien mehr als hinderlich und führen zu menschlichen Fehlern, die man eigentlich auf jeden Fall verhindern möchte. Daher ist die Gleichung Komplexität gleich Profitabilität ein absoluter Mythos im Trading. Gleichzeitig erweckte dies für mich auch immer den Eindruck, dass man ein Genie sein muss, um die Komplexität in Echtzeit verstehen zu können. Doch je mehr ich in dem Thema angekommen bin und je deutlicher für mich eben auch wurde, dass eher weniger Komplexität zu mehr Profiten führt, desto mehr verblasste auch die Annahme, dass das Trading nur etwas für einen Finanzexperten oder Genie ist. Natürlich soll und darf das nicht bedeuten, dass du keine Zeit oder keine Arbeit in das Trading einfließen lässt, um irgendwie erfolgreich zu werden. Ganz im Gegenteil. Aber es soll bedeuten, dass potenziell jeder mit dem Trading erfolgreich werden kann, ganz gleich des Hintergrunds, der Erfahrung oder auch der Bildung. Mit einer fundierten Ausbildung, wertvollen und hilfreichen Ressourcen und einem Ort, der den Austausch mit einem Mentor und einer ambitionierten Community, bei der jeder das gleiche Ziel wie du selbst hast, verfolgst, hast du die Erfolgsrezepte beisammen, mit denen du deinem Ziel ein großes Stück näher kommen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat und du es als wertvoll empfunden hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du dem Video ein Like nach oben gibst, damit noch viele weitere Menschen darauf stoßen können, um ihre eigenen Mythen rund um das Trading ebenfalls zerstören zu können. Hier findest du ein weiteres Video von mir, das ich gemacht habe, um dir zu zeigen, wie du mithilfe von ChatGPT dein Trading optimieren kannst. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut!